Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Fette Krokette, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal zu einem neuen Review-Video. Und heute gehen wir mal in etwas, wärmeres Ländchen. Ja, wir gehen nach Griechenland, denn die haben eine Trash-Metal-Band namens Chronosphere, die früher Homo Sapiens als 2009 gegründet wurden, haben sich jetzt Chronosphere genannt. Ich denke mal, das tut den ganzen keinen Abbruch. Und ja, die haben eine Trash-Metal-Band. Und sagt man eigentlich Trash-Metal-Band oder Thrash-Metal-Band? Also, sagt mal Trash-Metal-Band oder Thrash-Metal-Band? Ich muss das unbedingt wissen, weil ich vergesse ja auch gerne mal das H im Trash-Metal, also das erste H, was ja vieles ausmacht, sonst heißt das Ganze ja Müll. Das wollen wir nicht, denn die Musik ist kein Müll. Ich bin da zufällig drüber gestoßen, weil wir hatten die Woche ja nun Black Metal, Deathcore, Power Metal. Und da dachte ich mir so, oh, da würde ja sich Thrash Metal ganz gut machen. Und da habe ich einfach mal geguckt nach Namen, die man vielleicht nicht so kannte. Und Chronosphere kannte ich nicht. Und da habe ich gegoogelt, wo kommen die denn her? Griechenland. Die kommen aus Griechenland und sogar aus Athen. Und da würde ich sagen, quatschen wir gar nicht so lange, denn ich habe mega viel Bock drauf. Ihr hoffentlich auch. Und ja, lassen wir uns gemeinsam überraschen über diese Band. Und ab geht's. So, und da wären wir auch schon wieder. Ich würde sagen, ihr seht schon, Chronosphere, Brutal Decay. Gute 4 Minuten geht der Song und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Thrash Metal aus Griechenland. Ich bin sehr gespannt, ihr hoffentlich auch. Mal spannend. Oh, die sind auf jeden Fall, wirken sie noch sehr jung, aber der Sound ist schon mal geil. Also der Sound ist ja schon mal mega. Ich weiß, wir machen viel zu wenig von diesem Musikgenre, aber ich finde immer dieses rein musikalische, das Instrumentelle, das ist immer schon so mega fett, ja? Wow! Boah, geile Stelle. Das hören wir uns gleich nochmal an. Das klang gerade so geil, diese Stelle. Ne, da sind sie noch dabei. Hier, so ungefähr. Hier. Diese Stelle ist so geil. Boah. Man soll diese Solos nicht unterbrechen, aber oh mein Gott, wie geil, bitte. Oh. Wow. Das waren Chronosphere mit Brutal Decay aus ihrem Album, ich muss mal kurz ablesen, Impressing Oblivion, und ich finde, der Song, der hat mega viel Spaß gemacht. Man sieht es vielleicht auch an meinen Haaren. Also Wahnsinn, Trash Metal oder Thrash Metal, wie auch immer man das ausspricht. Haut's in die Kommentare. Mega geiler Song. Ja, also ich bin richtig froh, dass ich über die gestolpert bin. Die sind unter Metal Monks erschienen. Und Wahnsinn. Wahnsinn, der Song ist auch von 2014, also ist schon einige Jahre her. Aber der Song macht Bock. Generell die ganze Aufstellung. Ja, vorne die drei Jungs mit ihren wunderbar schönen engen roten Hosen, und die ballern wir zurecht. Die haben eine Power, die haben eine Geschwindigkeit. Wahnsinn. Und wenn diese Brutal Decay einsetzt von den Bassisten und den Gitarristen, hammergeil. Das macht einfach Bock, der Song. Und wie gesagt, allein das Instrumentale, das mit den Musikgeräten, also das Instrumentale, glaube ich, das fetzt auf jeden Fall. Das geht auch schön lange. Und man, also ich fand, der Song, was jetzt nicht negativ gemeint ist, der Song ging zwar 4 Minuten ungefähr, aber mir kam der deutlich länger vor, was echt nicht negativ gemeint ist. Aber wahrscheinlich ist durch diese ganze Geschwindigkeit, die die Chronosphere an den Tag legen, einfach der Song einfach länger geworden, oder zumindest gedanklich länger geworden, wenn man das so nennen will. Aber das tut dem keinen Abbruch, überhaupt nicht. Der Song ballert richtig, und ich glaube, von den Jungs kann man sich auf jeden Fall noch mehr anhören. Ich hoffe, die Jungs gibt es noch. Ich weiß es nicht. Aber Wahnsinn, griechischer Thrash Metal. Hammer, mega geil. Wie fandet ihr den Song? Kanntet ihr Chronosphere vorher schon? Wenn ja, haut in die Kommentare, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann. Ciao. Achso, lasst noch ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben. Ihr wisst, teilt den Link, sagt es euren Freunden, Familien Bescheid, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.